Lieber Sananda, erschütternde Erkenntnisse über die Zukunft der Erde. In der letzten Zeit, seit unserem letzten Gespräch, hat sich sehr viel getan. Wir werden später darauf kurz eingehen, dass dein neuestes Buch innerhalb von 2 Wochen ein Bestseller geworden ist. Lass mich aber gleich zum Thema kommen, nämlich, warum ist die Menschheit, wie du sagst, so tief gefallen? Sind das Eingriffe von Außerirdischen? Spielen andere Dinge eine Rolle? Gibt es eine Art Lebensplan der Erde? Ja, so viele Fragen auf einmal. Zunächst einmal grüß Gott an das Publikum, an die Zuschauer. Danke, dass Sie mich wieder einschalten. Und mein zweites Buch ist ein Bestseller geworden in 2 Wochen, war nie geplant. Ich wusste vor 2 Jahren nicht mal, wie man ein Buch schreibt. Ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich glaube auch gar nicht, dass ich ein guter Schriftsteller bin, sondern ich sage einfach das, was mir mein Herz sagt, was mir auf der Zunge liegt. Und ich glaube, das ist vielleicht der Erfolg von dem Ganzen, dass die Leute merken, dass es von mir, von innen kommt. Mhm. Dass es keine Geschichten sind, dass es nicht darum geht, irgendein Buch zu schreiben, sondern dass es darum geht, die Wahrheit in die Welt zu schreien. Und das ist auch meine Mission, warum ich heute mit dir hier sitze, warum du gekommen bist, weil ich mir die Arbeit mache, weil ich möchte, dass die Leute aufwachen, nämlich die richtigen Leute aufwachen. Und deswegen machen wir heute den zweiten Teil von diesem Interview vom letzten Mal, mit dem, was um das neue Buch ging, weil ich meine Mission erfüllen möchte. Ich möchte, dass die richtigen Menschen mich hören und wahrnehmen. Und die Frage, ja, wie war die nochmal? Die Frage, warum ist die Menschheit so tief gefallen? Gibt es da eine Art Lebensplan der Erde? Haben sich zu viele Menschen für das Böse entschieden? Wir kommen später noch drauf auf die Frage, wie viele Menschen hier sozusagen quasi seelenlos herumlaufen. Was ist denn das, was uns jetzt anspricht? Was müssen wir tun? Wer sind diejenigen, die aufwachen sollen? Und was willst du denen mitteilen? Ja. Ich muss denen gar nichts mitteilen. Das reicht, wenn sie mich hier hören und sehen. Das hat was mit dem Klang der Seele zu tun. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. Es geht darum, um vielleicht anzuknüpfen an das letzte Interview, habe ich ja gesagt, dass 75% der Menschheit derzeit keine Seele haben. Was ja viele Menschen schockiert hat, diese Nachricht. Ja, wahrscheinlich die, die keine haben. Ja. Wahrscheinlich die am meisten. Ja. Und warum die Menschheit so abgefallen ist, ja wo fangt man da an? In Lemurien können wir vielleicht anfangen. Also als wir alle noch den göttlichen Plan gelebt haben, aber nicht auf den grobstofflichen Bereich, sondern mehr halb grobstofflich bis feinstofflich. Und dann kam irgendwann diese fremde kalte Rasse auf unseren flachen Planeten und hat dann uns mehr oder weniger infiltriert. Und diese Rasse hat sich dann irgendwann zurückgezogen in ihren Bereich und hat dafür gesorgt, dass die Menschen sie nicht mehr sehen können, indem sie gentechnische Veränderungen gemacht haben und auch indem die Menschen schon abgefallen sind in den grobstofflichen Bereich, damals schon. Und durch das Abfallen in den grobstofflichen Bereich verschwanden diese falschen Götter ja schon automatisch aus dem Sichtfeld der Menschen. Und somit konnten die dann aus dem Hintergrund infiltrieren und indoktrinieren. Das war ja auch ihr Ziel, dass die Menschen nicht mehr wissen, dass sie manipuliert werden. Und diese Wesen haben dann irgendwann sich entschlossen, als Geistwesen zu inkarnieren im menschlichen Körper und haben dann so Art nach dem trojanischen Pferd die Menschheit unterwandert, von innen quasi. Und so, dass man dann irgendwann nicht mehr wusste, wer sitzt einem gegenüber. Aber mit welcher Absicht ist das geschehen? Um den Planeten, den flachen Planeten Erde zu übernehmen. Ganz einfach. Der Mensch ist die Beute. Der Mensch ist die Beute. Ich meine, das, was du sagst, auch wenn es ganz andere Begriffe sind, die da verwendet werden, in dem, zum Beispiel im Christentum oder auch in manchen anderen Religionen, sagt man dann nicht Außerirdische, sondern Luzifer oder Satan und sagt, dass eine dunkle, negative Kraft versucht, verführt, verlockt die Menschen so, dass sie ganz andere Gedanken haben, nicht mehr an das Göttliche in sich denken und dann anfangen, sozusagen seelenlos zu agieren. Ich sehe da irgendwie eine Parallele, auch wenn du ganz andere Begriffe benutzt. Aber wie kommen wir denn da raus? Was lässt sich da machen? Sind wir dem Untergang geweiht oder was? Na, sagen wir mal so, wir wollten ja die Erfahrung machen. Und zwar das Gegenteil des Göttlichen zu erleben. Das war ja das Ziel der Reise.
Und deswegen haben sich ja Einheiten abgespaltet vom Göttlichen, die sich entschieden haben, einen eigenen Weg zu gehen, den freien Willen zu leben und andere Erfahrungen machen zu wollen, sprich sich dem Bösen zuzuwenden. Und die Erfahrung zu machen, wie das Gegenteil vom Göttlichen sich anfühlt. Das war ja das Ziel des Ganzen. Vielleicht kennst du den Film Das Experiment mit Moritz Bleibtreu. Kenne ich nicht. 15 Jahre alter Film, das kam mir neulich in den Sinn, weil dort wird das so ähnlich beschrieben, wie im Großen, wie im Kleinen und umgekehrt. Da hat eine Universitätsstudie, haben Freiwillige gesucht. Und die haben dann einen künstlichen Knast gebaut. Und der war aber echt, also mit echten Schlössern, mit echten Gittern. Und die haben dann entschieden, wer möchte Aufseher sein und wer möchte Knaschinsasse sein. Ah ja, jetzt weiß und ich. Und dann haben sich die gespaltet. Ich glaube, 10 waren Aufseher und 10 waren dann Insassen. Und das war ja eigentlich als Spiel und als Erfahrung gedacht, als eine Studie für die Universität. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit zum Selbstläufer entwickelt. Verselbstständigt. Ja. Das heißt, die Wärter haben dann ihre vermeintliche Macht, die sie bekommen haben, missbraucht und wurden immer brutaler und haben die Insassen dann immer mehr unterdrückt. Die haben anfangs noch gesagt, pass mal auf, das ist ja nur ein Test, jetzt reiß dich mal zusammen. Aber die haben sich dann so reingesteigert und haben dann quasi ihr Herz ausgeschaltet und waren komplett weg von diesem Experiment in der Realität, in ihrer Realität angelangt. Und zum Schluss gab es eben einen Haufen Tote und Schwerverletzte. Und das Experiment hat versagt, mehr oder weniger. Und du sagst eigentlich, wir sind in einer ähnlichen Lage hier. Es hat sozusagen ein Experiment vor ganz, ganz langer Zeit, Lemurien, vielleicht Atlantis, angefangen. Die wenigsten erinnern sich daran, dass es eigentlich das Experiment der Absonderung war. Das Wort Sünde, sagen manche, hat nämlich mit Absondern sich absondern von Gott zu tun. Das hat sich verselbstständigt. Aber gibt es denn da keinen Ausweg? Du hast beim letzten Mal gesagt, es gibt 75%, die quasi seelenlos sind. Was kann man mit oder für die machen? Oder muss man erstmal wie im Flugzeug erst an sich selbst denken? Man wird doch immer im Flugzeug gesagt, bitte nehmen Sie erst die Sauerstoffmaske für sich selbst, bevor Sie anderen helfen. Müssen das hat ja jeder eine. Genau. Auch die Seelenlosen? Ja. Na, ich frage nochmal genauer nach. Was können diejenigen, die du zu den 25% zählst, die vielleicht einen Aufstieg möglich haben, was können oder sollen die machen? Zweite Frage danach, was kann oder soll man für die, die seelenlos sind, machen? Sagen wir mal so, die 25% sind inkarnierte Reptiloiden. Das sind inkarnierte Dämonen in Menschenkörpern. Da kann man nichts mehr machen. Die haben zwar die Chance, als Mensch sich zu entwickeln, weil wir treffen uns hier auf der Erde ja mit mehreren Dimensionen. Das heißt, die 7 oberen und die 7 unteren Dimensionen treffen sich in der Mitte, das ist die Erde. Ja. Das heißt, in den Menschenkörpern rennt fast alles rum, was man sich vorstellen kann. Über Humanoide, über Insektoide, über Reptiloide, über Dämonen, über den tiefsten Teufel, über den tiefsten Teufel überhaupt. Wie viele Normale gibt es denn dann? Ich glaube, wir sind gerade mit den Zahlen durcheinander gekommen. Du hattest ursprünglich mal gesagt, 75% sind seelenlos. Ja, ja. Von den 75% sind 25% inkarnierte Reptiloiden. Danke, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, die sind unantastbar, die sind dunkel, Punkt. Aha. Keine Chance, die sind böse. Die sind böse programmiert, die haben sich irgendwann entschieden, böse zu sein. Und sind so weit Sadisten abgefallen. Zu sein, in unserer Sprache Sadisten zu sein oder Gefängniswärter zu sein oder böse Teufel. Ja. Und das wird man jetzt immer mehr spüren draußen auf der Welt. Die Menschen werden das jetzt immer mehr zu spüren bekommen, weil diese Dunkelheit zeigt jetzt ihr Gesicht. Und das werden die Menschen, die mich verstehen, die eine Seele haben, die ein Herz haben, die werden das jeden Tag ab jetzt spüren, immer mehr. Diese ständigen Attacken und Angriffe, das wird jetzt immer mehr werden. Und dann gibt es natürlich von den 75% noch 50% andere, das sind im Prinzip Menschen, wenn man es mal so sieht, aber die sind abgefallen. Das heißt, die sind nicht am Aufsteigen, sondern die sind immer weiter am Abfallen. Das heißt, von diesen 50% wird noch mindestens noch mal 25% der Dunkelheit verfallen und die werden komplett leer sein, sind jetzt schon leer. Oder übernommen oder fremdgesteuert, alle, fremdprogrammiert, wie immer man sagt. Nein, die sind alle besetzt, die sind gebunden an den dunklen Geist.
Ich nehme lieber ein Wort wie fremdgesteuert und fremdprogrammiert als besetzt. Aber du bist aber frei, besetzt. Genau, du sagst deine Worte. Es gibt nur eine geistige Welt, es gibt nichts anderes. Ja. Alles andere ist Illusion. Gut, was ist jetzt mit den 25 Seelenvollen? Was ist mit dem Viertel, was ist deren Aufstiegsmöglichkeit? Was ist deren Möglichkeit, mit dieser ganzen Sache umzugehen, mit dieser immer schwereren Not und Bedrängung und dem Negativen? Ja, wir leben jetzt in der Zeit der Drangsale, stand ja schon in der Bibel. Mhm. Und alle, die auf dem Jesusweg sind, werden jetzt drangsaliert bis zum geht nicht mehr. Es gibt mehr oder weniger zwei verschiedene Menschensorten, um es mal pauschal zu sagen, damit es jeder versteht. Es gibt die ohne Seele und es gibt die mit Seele. Das ist schon mal ein ganz gravierender Punkt, das zu verstehen. Und wenn einer mit Seele ist, hat er schon mal ein Lotto gewonnen. Das heißt, er hat die Chance aufzusteigen, weil die ohne Seele haben fast keine Chance mehr. Die haben ihr Recht verwirkt. Das heißt, sie haben sich entschieden für das Dunkle und es fallen jetzt immer noch mehr ab, anstatt umgekehrt. Anfangs dachte ich ja, dass immer mehr jetzt aufsteigen und wieder eine Seele kriegen, aber ich habe jetzt in meiner Arbeit festgestellt, dass es immer mehr gibt, die abfallen. Immer mehr fallen ab. Das war also für dich auch eine neue Erkenntnis eigentlich. Ja, zum einen sehe ich das wenn ich mit Menschen zu tun habe, an der Aura, sehe ich ja sofort, was los ist. Mhm. Und durch meine Arbeit kann ich mehr oder weniger so einen Durchschnitt nehmen. Mhm. Wenn ich jetzt 100 Kunden habe, dann habe ich so einen gewissen Durchschnitt, dann weiß ich, was los ist. Mhm. Aber was können denn diejenigen, die einen Aufstieg möglich haben, dafür tun? Ja, die können eigentlich gar nichts dafür tun. Das ist Weil du hast mal gesagt, es kommt eines Tages doch das goldene Zeitalter. Ja, du sagst jetzt aber vorher, alleine dadurch, dass sie die Stimme hören und die Seelenschwingung, ist sozusagen ein Impuls zum Erwachen, zum Aufwachen gegeben. Ich bin so noch von dieser alten Denkart, dass man denkt, aha, es gibt ein Problem, kann ich denn nicht am Problem was tun? Der Reifen ist kaputt, kann ich nicht einen Reifen wechseln? Also ich denke da so ein bisschen mechanistisch. Das vielleicht. Problem der Menschheit ist die fehlende Liebe. Mhm. Das fehlende Herz, das ist das Problem. Und momentan gibt es einen ganz großen Betrug in der spirituellen Szene mit diesem Aufstieg. Das wird so verkauft, so nach dem Motto, ich kann da mich beteiligen und kann mich da entscheiden und ich würde gern mitmachen. So einfach ist es nicht, weil Gott lässt sich nicht betrügen. Und es geht nur über die Schwingung. Das heißt, wenn ein Mensch eine gewisse Schwingung erreicht hat, kann er aufsteigen und vorher nicht. Da kann er sich anstrengen, wie er will. Da kann er auf Seminare gehen, bis er schwarz wird. Er kann beten, bis er grün wird und kann machen, was er will. Keine Chance. Es geht nur über die Herzfrequenz. Das heißt, sobald ein menschliches Wesen eine bestimmte Frequenz erreicht hat, wird sie aufsteigen. Und das ist der Stand, wenn ein Mensch zum Indigo wird. Das heißt, der Indigo ist quasi der ICE zum Aufstieg. Aha. Und jemand, der zum Beispiel ein Plejader ist oder ein Santiner, die haben ja auch eine Seele, sind positiv, die wissen jetzt schon, dass sie irgendwann aufsteigen werden. Einige werden sie in diesem Leben noch erreichen, weil wir arbeiten ja mit Frequenzen und mit Energien und die Indigos sind ja deswegen hier, um die Energien zu verstreuen auf der Erde, damit andere mehr oder weniger wie so eine Art Starthilfekabel angezündet werden können und die Frequenz erhöht werden kann. Also dann ist das doch durchaus eine Sache, die man machen kann, dass wenn Indigos sich als solche erkennen und weiter aufwachen, dass sie von sich aus positive Impulse anderen weitergeben können. Nicht unbedingt. Ein Indigo gibt die sowieso weiter, ob er das erkennt oder nicht. Weil er ist ein Indigo. Ich habe nichts dagegen, wenn du es korrigierst, weil ich frage ja nach, weil ich es ja erfahren will, wie du siehst. Ist ja klar. Ja, du bist, was du bist. Genau. Aha, und das Indigo heißt, ist ein Indigo. Also völlig wurscht, ob er oder sie es weiß oder nicht. Ob er Fußball spielt, ob er Tier zum Tür ist, ob er Maschinenschlosser spielt, er ist ein Indigo. Und er verstreut positive, hohe Photonenenergie auf der Erde und steckt den Nächsten an in seinem Umfeld, der eine Resonanz hat für die positive Energie. Ja. Und der gibt es wiederum weiter an den Nächsten. Und so wird quasi eine Gesamtbewusstseinserhöhung erreicht. Das geht aber nur, wenn die Indigos in ihrer Kraft sind. Und deswegen gibt es Programme, die das verhindern wollen, dass die Indigos in ihrer Kraft sind. Deswegen werden die Indigos verfolgt und drangsaliert auf dieser Erde, damit sie nicht in ihre Kraft kommen, dass sie ihre Herzenergie nicht wirken lassen können. Jeder würde sich wundern, wenn ich nicht jetzt dir die Frage stelle, woran erkennt der Durchschnittszuseher, die Durchschnitts
Zuschauerin, ob jemand Indigo ist oder nicht? Kann man das von außen erkennen? Also ich erkenne es an der Aura. Ja. Ich erkenne es auch am Körper, an den, und letztendlich an den Augen. Mhm. Einfacher ist es zu erkennen, oder zu sagen, wie erkennt man die Dunklen. Das ist vielleicht einfacher, weil da gibt es mehr davon. Gut. Dann kann man auch im Ausschlussverfahren arbeiten. Ein Indigo erkennt man in der Regel aber trotzdem an seinem Leben. Mhm. Weil die Indigos haben ein ganz schweres Leben. Mhm. Sie werden von Geburt an gejagt, bekämpft, drangsaliert, sind in der Regel überall, stoßen sie auf Ablehnung, auf Angriffe, auf Attacken, auf Verhöhnung, auf Spott, Verspottung. Das fängt schon im Kindergarten an, in der Schule. Sie haben immer noch Blockaden, immer Mobbing, noch Probleme. Sozusagen. Mobbing, was man heute modern Mobbing nennt. Alle, die gemobbt werden, sind Menschen mit Seelen. Ja. Ah ja. Weil es hat mit Energie was zu tun. Weil die Menschen mit Seele haben ja eine bestimmte Energie. Und diese Energie provoziert dann die anderen, die Dunklen, zur Aggression. Ah ja. Und beim Indigo ist es ganz schlimm. Weil ein Indigo hat die höchste Energie, die ein Wesen überhaupt haben kann, sprich Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, wo ein Indigo hat, das ist mehr oder weniger das göttliche Bewusstsein. Und ein Dunkelwesen kommt jetzt mit mir in Berührung oder mit einem anderen Indigo, sieht mich sofort, ist nach 2 Sekunden sofort gegen mich, weil die Energie von ihm, die negative Energie, sofort Gefahr signalisiert, stopp, von dem geht Gefahr aus, der könnte mich zerstören. Und die negative Besetzung, und sprich die negative Energie von diesem Menschen, möchte nicht zerstört werden, also signalisiert sie dem Träger, dem Menschen, der Mann ist eine Gefahr für dich, attackier den, greif den an. Mhm. Aber wie kommt es, dass doch so viele Menschen, zigtausende, sich die Videos anschauen, deine Bücher kaufen, zu dir in Behandlung kommen. Ich habe mal die Zahl gehört, dass du 40.000 Menschen behandelst. Wie kommt das, dass so viele Menschen zu dir kommen? Ja, ich denke, und du ihnen helfen kannst. Muss irgendwas dran sein an meiner Arbeit. Wäre da nichts dran, hätte sich das mittlerweile rumgesprochen. Ich habe in den letzten 3 Jahren, wie du schon festgestellt hast, 40.000 Menschen behandelt. In den 3 Jahren? Ja. Enorm. Ich habe Monat um die 2.000, 3.000 Anfragen, mal weniger, mal mehr. Mhm. Also ist nicht immer gleich. Und ich habe allerdings ein Filtersystem einbauen müssen mit meiner Webseite, mit meinen AGBs und so weiter, damit die Menschen ausgefiltert werden. Weil ich möchte nicht jeden behandeln. Also mir geht es jetzt nicht darum, wie bei manch anderen, so viele wie möglich zu behandeln, um so viel wie möglich zu verdienen. Das geht mir gar nicht darum, sondern ich möchte die Richtigen behandeln, die das einordnen können, die meine AGBs zum Beispiel einordnen können, die das einschätzen können, was ich damit meine, die das verstehen können und auch die verstehen können, dass man nicht jeden heilen kann. Weil es gibt ja Leute in meiner Branche, die haben vollmundig, preisen die an, eine Heilungsquote von 93% und so weiter und ist alles Blödsinn. Ja. Das, und wenn, dann nur oberflächlich oder auf die Schnelle. Ich möchte eine nachhaltige Heilung bei den Menschen erreichen und deswegen müssen sie das vom Bewusstsein her verstehen können, warum ich nicht jeden behandeln will. Und die werden von Natur aus ausgesondert. Das heißt, die dann nach allem, was sie gelesen haben bei mir auf der Webseite, immer noch eine Kontaktanfrage stellen, das sind schon mal viel, viel weniger. Und dann siebe ich nochmal aus mit meinem E-Mail, die Leute kriegen, so ein Standard-E-Mail mit lauter Informationen drin. Standard ist übertrieben. Schon fast eine Buchform, was die Leute da umsonst kriegen an Informationen. Alleine schon das. Du sprichst darin ja unter anderem, glaube ich, auch darüber, dass es Krankheiten sehr häufig geistige Ursachen haben und dass man deswegen auf der geistigen Ebene auch oder nur arbeiten muss. Ja, nur. Ja, wo sonst? Ja gut, Körper, aber nicht jeder kennt dich ja, deswegen muss ich ja die Fragen stellen. Der Körper ist ja nur das Vehikel. Eben. Das ist ja nur das, wo wir drin sitzen. Und unser Geist heilt den Körper letztendlich. Und ich helfe den Menschen, dass ihr Geist wieder ihren Körper heilen kann und gebe ihrem Geist einen Anschub über doch mein Bewusstsein. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich mit mir verbinden oder ich mit ihnen energetisch, kriegen die einen Bewusstseinssprung, einen faschen Quantensprung. Ich habe schon Kunden gehabt, die waren ein Plejader und nachdem sie mich beauftragt haben, waren sie auf einmal Indigo.
Das gab es schon, weil sie mich mit meiner Energie einen Anschub kriegen. Das ist eine Art geistiger Quantensprung. Ja, ist es auch, ja. Das heißt, ich erwecke was in ihnen aber drin ist. Weil es gibt einen Haufen Plejada und Santina da draußen, die in Wirklichkeit Indigos sind, aber Blockaden haben ohne Ende durch die Dunkelheit und Besetzungen haben. Und wenn sie sich mit mir verbinden, durch eine Behandlung, kriegen die quasi wie im Starthilfekabel einen Mordschub und dann springen die auf quasi. Manche schreiben mir, dass sie in der Nacht aufgewacht sind. Die kriegen die tollsten Energieschübe und das löst auch Spontanheilungen aus letztendlich. Und dann entscheidet sich, ob sie diese Energie halten können. Weil in dem Moment, wo sie meine Energie haben und von mir angehoben werden, passiert nämlich Folgendes. Sie erleben das Gleiche, was ich erlebe. Das heißt, sie sind auf dem göttlichen Weg, auf dem Nachhauseweg und werden ab jetzt von der Dunkelheit attackiert. Und zwar in meinem Stil. Das heißt, sie kriegen auf einmal nachts Besuch, sie kriegen Verfolgungen, sie kriegen Ärger, sie kriegen böse Bekannte, böse Nachbarn, sie werden im Straßenverkehr drangsaliert und so weiter. Das passiert ihnen plötzlich. Und viele können damit nicht umgehen und sagen, Moment mal, seit ich den beauftragt habe, geht es mir eigentlich schlechter. Ich habe plötzlich einen Haufen Ärger, an dem ist ja nichts Gutes. Und distanzieren sich von mir. Und in dem Moment haben sie ihre Entscheidung getroffen. Sie nehmen meine Energie nicht an und fallen wieder ab. Und sogar gegen mich teilweise, weil ihr Geist hat es nicht angenommen. Das heißt, sie haben ihre Chance verpasst. Ich spreche auch so ganz offen darüber, weil die Menschen müssen wissen, in dem Moment, wo sie aufsteigen vom Bewusstsein, werden die Attacken stärker gegen sie, weil sie werden stärker geprüft, ob sie es auch wirklich verdient haben, nach Hause zu gehen, zu Gott. Ich möchte noch auf drei Punkte jetzt im Rahmen unseres Gesprächs eingehen. Das eine ist, warum man dich so selten in der sogenannten spirituellen Öffentlichkeit sieht. Das zweite ist, dass ich auf die Bücher eingehen möchte. Und das dritte dann zum Hauptthema erschütternde Erkenntnisse über die Zukunft der Erde. Die drei Dinge möchte ich noch behandeln. Als nächstes eine ganz simple Frage. Ich war ja bei einem deiner Kongresse, was sehr eindrucksvoll war, konnte mit Menschen sprechen. Warum bist du nicht bei anderen Kongressen, da wo sich die ganzen Esoteriker und angeblichen Spirituellen oder Spirituosen rumtreiben? Also ich mache ja keine Kongresse und Seminare, weil ich möchte niemand ausbilden. Das würde ich mir nie anmaßen. Nein, aber du hast mal eine Zusammenkunft gemacht. Ein Auseinandertreffen. Ja, das meine ich. Ja. Das war ein lockeres Zusammentreffen mit Heilungen und da hat es enorme Spontanheilungen gegeben und enorme tolle Berichte auf meiner Website zu sehen. Aber du hältst dich zurück, dass mach du ich ganz nicht selten diese bei, Treffen. Aber du hältst dich aber auch zurück, dass du zum Beispiel Einladungen zu Kongressen und so weiter gar nicht annimmst. Ja. Warum? Das hat ein bisschen was mit meiner Hellsichtigkeit zu tun. Ich habe noch nicht ganz damit gelernt, damit umzugehen, wie ich reagieren soll, wenn ich dunkle sehe. Da habe ich immer noch ein kleines Problem mit, gebe ich offen zu. Und ich habe leider gesehen, dass die meisten in dieser Szene dunkel sind, die falsche Theorien verbreiten. Ja. Es gibt welche, die sagen, es gibt keine Dämonen, es gibt keine Geistwesen, es gibt keine erdgebundenen Seelen, es gibt keine Reptiloiden. Das bildet ja sich alles ein. Das erzählen die doch tatsächlich den Leuten. Und warum soll ich mich mit solchen Leuten an einen Tisch setzen? Genau. Die sind dunkel und werden von Reptiloiden geführt und sollen die Menschheit in die Irre führen. Und das Gros in der spirituellen Szene ist dunkel. Leider, ich kann es nicht anders sagen. Ich sehe oft Videos im Internet von wunderhübschen Frauen und jungen Männern, die erzählen da Wunder, was sie alles wissen. Da frage ich mich, woher wissen 25, 30-Jährige solche enormen Dinge? Das ist ja nicht normal, die werden gezüchtet. Das sind schon künstliche Menschen, die werden gezüchtet. Die kommen von Sekten, Freimaurerschulen, Okkultenschulen und sollen jetzt noch den Menschheit am Ende noch ein bisschen infiltrieren und gucken, dass sie so viel Bewusstsein wie möglich abräumen können. Sananda, das ist eigentlich die Überleitung zur Frage, wie siehst du die Zukunft der Erde? Du hast es genannt, erschütternde Erkenntnisse über die Zukunft der Erde. Was kommt auf uns in den nächsten 15, 15 oder 20 Jahren zu? Ja, also wenn jemand eine Berufswahl hat und überlegt sich, was könnte er beruflich tun die nächsten Jahre, bitte ein Beerdigungsinstitut gründen, ein Bestattungsinstitut. Um Himmels Willen, das klingt ja makaber. Ja, ist es auch. Weil es werden jetzt viele, viele Menschen sterben, die Reptoseelen bleiben bis zum Schluss, wobei das Wort Reptoseele ja schon mal falsch ist, also die Reptiloiden bleiben bis zum Schluss, die ganz dunklen, und die Indigos bleiben bis zum Schluss.
so eine Art kleiner Endkampf wird es noch geben. Und wie lange wird das gehen? Du hast in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, manche Gebiete sind sicherer als die anderen. Da komme ich gleich noch drauf, ausführlich sogar. Mir geht es jetzt darum, dass viele Menschen sterben werden, die Energie nicht mehr aushalten hier. Mhm. Die werden umfallen wie die Fliegen. Mhm. Ich habe jetzt schon die sechsfache Sterberate in meinem Umfeld festgestellt, also nicht in meinem persönlichen, sondern im Raum Konstanz, Kreuzlingen. Wir studieren nämlich täglich die Todesanzeigen, weil wir genau das festhalten wollen. Das hat sich versechsfacht in den letzten 6 Monaten, versechsfacht. Das heißt, es werden jetzt immer mehr Menschen sterben und die Erde verlassen. Ich habe mediale Eingebungen bekommen von meinen Lichtbrüdern und Lichtschwestern, von der Galaktischen Föderation des Lichts, von Ashtar Jiran, von meinem Ich in der Zukunft, das ich ja auch bin. Mhm. Und mir wurde mitgeteilt, da hat sich was geändert die letzten Monate. Es war eigentlich geplant, dass es einen friedlichen Übergang gibt. Und irgendwas muss da passiert sein. In der Materie, in den letzten 6 Monaten muss irgendwas passiert sein. Es sind immer mehr Menschen abgefallen. Das heißt, das Bewusstsein ist gesenkt worden. Und das heißt, der Plan wurde geändert. Es wurde mehr oder weniger beschlossen, das Projekt zu schließen. Und das goldene Zeitalter wird aber kommen. Das ist mal die gute Nachricht. Mhm. Das werden aber nicht alle erleben. Jeder wird fragen, wann und wo. Ja, das kann ja nur der erleben, der aufsteigt. Ist ja logisch, weil das kann ja keiner von diesen Dunklen jetzt erleben. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Dunkelheit aufsteigt ins goldene Zeitalter, juhu, jetzt sind wir alle gut drauf. Die bleiben ja dunkel. Die müssen doch diese Entwicklung machen. Deswegen sind sie doch hier. Die einen sind hier, um zu stören, das ist die Dunkelheit, damit wir auch die Dunkelheit erfahren können. Und das tut auch weh, auch in echt. Und die kommen auf andere Planeten. Dann gibt es die Mittelschicht, die Beseelten, die kommen wieder zurück hier auf das neue Zeitalter. Und die ganz hohen, in Anführungszeichen, wir sind ja nicht besser wie die anderen Menschen. Wir sind nur früher dran. Das muss man mal einfach differenzieren. Indigos sind nichts Besseres. Jeder Mensch, jede Seele ist gleich viel wert. Es gibt keine Seele, die weniger wert ist oder mehr wert ist wie die andere. Die Indigos sind einfach Vorreiter. Und alle anderen werden irgendwann Indigos werden. Und dann steigen sie auf. Und die anderen bleiben dann auf der neuen Erde. Aber bevor die neue Erde kommt, wird noch einiges ganz, ganz Schlimmes passieren. Vielleicht auch nicht. Du hast beim letzten Gespräch auch was über geografische Zonen gesagt, die sicherer oder die unsicher sind. Willst du dazu was sagen oder lieber nicht? Natürlich gerne sogar. Weil es ist so, ich kämpfe immer noch dafür, und setze mich ein, dass viele Menschen im Bewusstsein steigen. Deswegen habe ich die Erde noch nicht komplett abgeschrieben. Das heißt, ich habe die Zerstörung, die Kataklysmen noch nicht voll akzeptiert. Das ist der momentane Bewusstseinsstand. Und nach dem jetzigen Stand ist es unvermeidbar, dass es kommt. Ich hoffe aber immer noch, dass es nicht so weit kommt und kämpfe dafür, dass die Menschen ihre Herzenergie zurückgewinnen und damit das Gesamtbewusstsein anheben. Sollte das nicht erreicht werden, und es bleibt so, wie es jetzt ist, dann wird ganz Nordamerika mit Kanada komplett aus der Bildfläche verschwinden, und zwar schon die nächsten 10 bis 15 Jahre. Das kann aber auch schon morgen sein. Also es ist ein Kataklysmus, der geht innerhalb von 3 Sekunden, und das ist dann passiert. Und es ist keine Chance zu reagieren. Das wird so schnell passieren, dass die Menschen nicht mal nachdenken können, was gerade passiert. Und es wird Mittelamerika, Nordamerika wird verschwinden von der Bildfläche. Südamerika wird bleiben, so wie es jetzt ist, zum Großteil. Halb Afrika wird verschwinden, aber von oben her, das heißt vom Mittelmeer. Das heißt, es wird die Hälfte von Afrika, ganz Vorderasien, Israel und Co. wird komplett von der Bildfläche verschwinden. Ganz Süditalien wird verschwinden, ganz Südspanien, Portugal, Südportugal, Mallorca, die ganzen Inseln, halb Türkei, wird alles von der Bildfläche verschwinden. Das wird alles platt gemacht nach dem jetzigen Stand der Dinge. Halb Skandinavien wird verschwinden und halb Norddeutschland wird überschwemmt werden. Das sicherste Gebiet weltweit momentan wird sein das Gebiet Deutschland, Österreich, Schweiz oberhalb der Alpenkette. Das heißt, von unterhalb der Alpenkette vom Tessin her ist es angreifbar, weil das Mittelmeer wird dann hochkommen bis zum Tessin. Wie weit genau, weiß ich noch nicht, ob das Tessin mit überschwemmt wird. Also nördlich der Alpen. Nördlich des Alpenhauptkamms und südlich einer Linie, ich möchte mal sagen, Kassel-Hannover, so grob. Ja, genau. Südlich davon sind wir sicher. Mitteldeutsche Tiefebene nennt man das manchmal so. Ja, also alles
von Frankfurt bis zum Gotthard und von Wien bis Paris, wobei Paris schon gefährdet ist, weil dort von dort der Atlantik rüberkommen wird und dort auch ganz Belgien und Luxemburg und Niederlande platt machen. Das ist das, was ich in meinen Kopf bekommen habe an Bildern. Ich kann nur Bilder weitergeben. Ich sehe die Bilder vor mir. Ich sehe eine ganz ruhige Erde. Es wird still werden auf dieser Erde. Und, und da, wo die Menschen am meisten fortgejagt werden, nämlich aus Deutschland und der Schweiz, indem man den Menschen Angst macht, da wird man am sichersten sein. Und es gibt ja auch eine Bewegung, die die Menschen dort fortjagen will, indem sie denen sehr viel Angst macht eben. Und man muss sich ja auch überlegen, warum kommen die ganzen Flüchtlinge gerade zu uns aus den ganzen verschiedenen Erdteilen? Das hat auch einen Hintergrund, weil die ganzen Freimaurer wissen ja, was passieren wird. Die wissen das schon, weil die haben über ihre dunklen Kollegen, ihre dunklen Dämonenkollegen, haben die einen Einblick in der Zeitlinie nach vorne. Und deswegen bauen die schon vor, damit quasi die ganzen Menschenrassen versammelt sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weil alles andere irgendwann zum Großteil wegfallen wird. Kommen wir zu deinen Büchern. Dein erstes Buch war schon ein Bestseller nach circa einem Jahr. Dein neues Buch, Schockierende Enthüllung, ist nach zwei Wochen, nach zwei Wochen bereits ein Bestseller. Was für Feedbacks, was für Rückmeldungen bekommst du über dein Buch? Was ist das, was die Menschen da so anspricht, dass das wirklich sozusagen fast im positiven Sinne explodiert ist? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Das ist meine Mission, die Wahrheit zu sagen. Ich nehme keine Rücksicht auf mich selber. Ich opfer quasi meine Persönlichkeit, mein irdisches Leben, opfer ich quasi, um meine Aufgabe wahrzunehmen. Obwohl du dich dadurch natürlich auch sehr angreifbar machst. Und trotzdem ich wusste, was auf mich zukommt. Ich bin von klein an trainiert worden, zu überleben und alle Angriffe standzuhalten. Mir macht das nichts aus, weil ich nehme das nicht persönlich. Sie greifen mein Bewusstsein an. Sie greifen das göttliche Bewusstsein an. Nicht den Oliver Brecht, nicht den Sananda. Sie greifen das göttliche Bewusstsein an. Das fordert sie heraus. Und den kleineren Teil, die spreche ich an im Positiven, die mit Menschen mit Herz, mit Seele, die hören den Klang meiner Seele, weil jede Seele hat einen Klang. Und das hören die, ohne das zu wissen, dass sie es hören, und die fühlen sich dann angesprochen von mir, weil sie sagen, mir passiert das genauso. Und deswegen gebe ich ein Beispiel mit meinem Leben, nicht weil ich ein Exhibitionist bin und ein Jammerlappen bin, sondern ich möchte, dass die Menschen an meinem Beispiel sehen, was ihnen passiert, dass nicht sie die Bösen sind, was man ihnen das ganze Leben lang vorgemacht hat, ihnen Schuldgefühle zu geben, sondern dass es die anderen sind. Lieber Sananda, das soll das Schlusswort sein. Dieses Mal, ich wünsche dir, deinen Klienten, deinen Kunden, aber auch deinen Videos und vor allen Dingen deinem neuen Buch weiterhin großen Zuspruch. Wir werden gelegentlich wieder ein Gespräch führen. Das wird dann wieder bei dir auf deinem Kanal erscheinen. Und ich wünsche unseren Zuseherinnen und Zusehern, dass sie vorurteilsfrei, mit offenem Herzen, mit reinem Geist einfach hören und spüren, was bei Ihnen in Schwingung gelangt, wenn Sie Sananda näher kennenlernen, wenn Sie seine Worte hören, wenn Sie seine Bücher lesen. Alles Gute und auf Wiedersehen.